Hallo und willkommen zurück zu System Shock. So, wir sind nochmal komplett aufgeladen, repariert und hat das hier eigentlich was zu bedeuten? Habe ich mich gefragt. Das haben wir doch auch schon bei anderen Prozessorknoten gesehen. Ist das irgendwie ein Code oder ist das einfach nur weil 0, weil ja, hier ist alles kaputt? Das wäre interessant zu wissen. Sollte man das mal überprüfen? Wo war denn das in der. Warum, ich kann mir das mal notieren. Also, ich denke nicht, dass das wichtig ist, oder? Ja, auf der anderen Seite kann schon bei System Shock. Kannst du das nicht wissen? Mir könnte höchstens mal runtergehen. In eine andere Ebene. Aber wir müssen jetzt eh in eine andere Ebene, weil wir müssen hier jetzt eher schon mal fertig. Mal gucken. Sicherheit der Ebene 0%. Oh, okay. Ich dachte mir, wir wären bei ein paar 30 gewesen. Oh, das ist hier umso besser. Umso besser. So, warte mal. Führung. Loop-Tag. Lager. Wo waren hier die CPU-Cores? Oder wo war es denn nicht weit? Im Lager? Wartung, Flugdeck. Flugdeck, da war sie irgendwie so versteckt. Ich glaube im Lager, oder? Irgendwo wäre sich. Forschung, ich glaube im Lager, da war irgendwas. Kann ich noch so ganz grob erinnern. Irgendwas? Nö, bisch nix. Gut, dann. Wo kommen wir hier nochmal hin? Lass mich nochmal gucken. Search Maintenance, nö, da wollen wir nicht hin. Storage. Lass uns da mal gucken. Ich glaube, hier war irgendwas, aber wo finden wir die Cores? Ich glaube, die Ware. Ach, guck mal, hier. Dann ist das doch eventuell was. Notieren wir das mal. 7, weil da hatte ich noch im Kopf, dass hier eine Zahl war in der Nähe. Da weiß ich es jetzt nicht. Eventuell müsste man sich das mal komplett angucken, ne? Dass das irgendwas ist. Weil das sind, was ist das? Prozessorknotenmonitor. Und dieser Shodan hat auch irgendwas gesagt in einer letzten Audio-Message, dass mir auf keinen Fall irgendein Code in die Finger kriegen solle. Dann Flight Deck. Eventuell warum Flight Deck müssen wir eh. Wir wollen jetzt eh noch ein paar Stufen nach oben. Sollte man hier eventuell auch mal gucken. Wo waren hier? 4% gibt es so nicht. Ist hier die Tür? Nö, oder? Das ist so komisch. Wo waren hier die Knoten? Wo waren hier die Knoten? dann war es Cyberspace. Hier ist irgendwo. Ach so, genau. Das ist das andere. Das ist das Medbay. Das war der ohne das mit den Dinger. Das sind wir da. Ne, das war der Raum, ja, das Modfile. Der war der Cortex-Dingenskirchens. Hier ist die Modstation. Das ist ein Flugdeck. Ach, die Cores waren in dem. Ja. Ja, in dem radioaktiven Bereich. Oh, da können wir was testen.
können wir was testen. Das ist hier ideal. So, weil wir haben hier jetzt was. Das ist gut. Hier ein Umweltschutzpaket V2. So, mir schaltet das Ding nur an. Ach, guck mal, wie der das ablockt. V4. Hier war Kors. Und guck mal da, das ist auch ins. 5. Okay, und er blockt das ziemlich gut ab, muss ich sagen. Das ist interessant. So, 5 notieren wir auch mal. Keine Ahnung. Eventuell müsste ich das da ist Flight Deck. Das andere war Lager. Und der 0 war Maintenance. Okay. Sollen wir das jetzt wirklich komplett machen? Keine Ahnung. Na, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal weiter. Executive. Executive? Wo waren hier die Knoten? Da könnten wir auch mal gucken. Weil wenn wir jetzt eh schon hier sind. Weil hier müsste man eigentlich auch fertig sein. Genau, 0%. Und die Ware hier unten. Das ist jetzt ein bisschen Lauferei, aber ich würde sagen, das machen wir mal schnell. Ja, gut. Wie gesagt, besser jetzt als später. Wenn wir schon mal eh jetzt hier sind, dann ist das, denke ich, okay. Da bin mir nicht sicher, aber wenn man die Zahlen hat. Das ist. Na komm. Falls man sie brauche, dann haben wir sie schon. Natürlich müssen wir noch in die Unterstelle-Level nochmal zurückgehen, aber das kann ich ja dann nach der Aufnahme machen, oder wir gehen eh nochmal an. Schauen wir mal. Ach so, genau, ja, das war jetzt hier. Guck mal an, da ist auch ein Bildschirm. 8. Okay. 8. Das war. Wir sind. Wo sind wir hier? Exekutive. So. Gut. Lass mal geguckt haben. So, dann können wir jetzt endlich mit dem eigenen, mit dem, Moment, wo muss man hin? Doch, wir sind hier richtig, oder? Wir müssen jetzt einen Stockwerk nach oben und das ging doch dahin, oder? Beim Diego im Büro. Oh!
Was machst du hier? Alter, bist du bekloppt? Wo? Alter. Blöder. Blödes Mistvieh. Ich verbitte mir das. Engineering, okay. Speichere hier mal. Neues Stockwerk, neues Glück. Ach, man hätte vorher eine Aufladen müssen. Ach, Mist. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Ja, ja. Erzähl uns nur, was du machen willst. Du Nervensäge. Freut mich, dass du mich so magst. Oh. Geh heim. What the frick? Hä? Moment, jetzt, gut, dass wir nicht hingegangen sind. Jetzt nehme ich hier gerade noch mal ein bisschen Energie mit. Ja. Ach nee, das ist doch weit weg. Na gut, ich wollte einfach nur noch ein bisschen Energie mitnehmen. Na, das ist definitiv zu wenig, was wir da haben. Du jetzt am einfachsten Energie, du ohne. Ich glaube, kommt das uns auf dieser, was war es, Entwicklungsebene direkt so Aufladeding über den Weg läuft. Knarre, denke ich. Mir sollte für diesen Magnetpuls sollte man auch genug Energie, Munition haben. Nee, Moment, wo kommen wir jetzt her? Quatsch. So, zack, hier speichern wir mal. Gut, bevor dann sei Geseier haben wir uns ja schon anhören müssen. Ich fühle mich geehrt, dass er uns als Nervensäge. Shut this doomed station. As I upload myself.
Da ist noch mehr. Ach du Owe. Meine Güte. Okay. Doch gleich so große Böcke. Das ist nicht gut. Das ist unser Ding klein leer. Nur die ersten drei Gegner, also müssen wir uns eher schon mal. Ich glaube, es hackt hier. Okay, der muss zuerst irgendwie. Gesehen. Jetzt macht er die Tür hinterm auf. Warum? So. Blöde Mistviecher. So. Oh, hier ist irgendwo, ist auch so eine Mine, oder? So, jetzt mal ins normalere hier. Widmen wir uns mal Denitor. Moment, das irgendwo ist ein Shodan. So. Können wir uns jetzt mal wie zivilisierte Menschen unterhalten. Ist das möglich?
Müssen wir sie schon mal hier anfangen, die Station zu entdecken. Ist er weg. Ich fühle mich doch jetzt verarscht. Junge. Was macht denn der hier? Das gefällt mir nicht. Komm, put, 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 put. Komm, großer. Was ist denn da oben rumlaufen? Hallo? Ist mir egal, was du bist. Komm her, großer. Komm. Put, 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 put. Der hat eine große Waffe. Der lebt immer noch. Verdammte Axt. Komm, großer. Hopp. Na bitte, geht doch. Geht doch. Ich brauche irgendwas. Gamma-Quadrant, okay, irgendwas mit viel Munition billiger, wo ich Beta-Quadrant, wo ich Dings machen kann. Alpha-Quadrant, okay, hier ist so eine Kreuzung, wo ich die Shodans kaputt machen kann, die Shodans dieser Welt. Puls, Magnum, was sind das so? Ne, das ist die Magnetpuls, Schrotflinte, Iongewehr. Das habe ich momentan nichts. Das ist das Problem. Ich könnte natürlich ein Rapier, wenn man rankommt, aber. Moment, warte mal. Da ist noch was. So. Gut, gut. Jetzt haben wir gehen wir sie eher schon mal unter Hünde weiter. Ich habe die Waffe dabei, die ich will. Das ist das Problem. Lass uns mal gucken. Teflon hier, da haben wir genug. Mir bräuchte eine Teflon-Waffe. Durchdringer-Munition 144. Da haben wir auch genug. Was ist das? Brauchen wir nicht. Ich schätze SK 77 100. Guck mal, Magnetpuls. Das ist doch okay. 240 Magnet Mark 3 Sturmgewehr. Oh ja, da müssten wir. Osmiumkern haben wir nicht so viel. Ich bräuchte andere Waffe. Das da brauche ich gar nicht. Ja, wir müssen doch mal was anderes machen. Befürchte ich. Weil irgendwie, das passt mir gerade überhaupt nicht, wie wir hier ausgestattet sind. Das passt mir nicht. Genau, ich würde sagen, ich mache das jetzt einfach nach der Aufnahme. Also was ich vorhabe, ich gehe dorthin zurück, wo wir unsere Waffe gelagert haben und werde ein bisschen aufräumen. Also wahrscheinlich lasse ich die Schrotflinte dort, weil ich brauche die jetzt nicht.
Die Railgun-Munition lege ich ab. Das Torpedo ich auf jeden Fall. Das auch. Eventuell nehme ich das Torpedo, ich ablege. Und eventuell, ja, ich so ein bisschen was ablege, was man einfach nicht braucht oder was ich nicht nutze. Ich brauche zum Beispiel eine 10 von den Pulsdauer-Dinger. Kann ich auch ablege. Und auf jeden Fall nehme ich dann ein paar Waffen mit. Ich will zumindest hier die Teflon-Munition, die können mal komplett runterballere. Die Sturmgewehr vielleicht. Genau. Du mich nochmal auflade. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder in der Exekutive. Und genau, ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Bye bye.